Meisterschaft, herrlichstes Wetter 2010. Dieter Dieselkämper ist dabei. Dieter, solange ich denken kann, bist du schon dabei beim Cross. Wie lange ungefähr? Eigentlich solange ich denken kann, auch schon. bin ich auch schon dabei. 25 Jahre sind es schon auf jeden Fall. Dieter, wir haben auch gemeinsam schon viele Rennen erlebt. Deine Ursprünge sind in der freien Szene. Ja, also ich bin 15 Jahre DHCV gefahren. Viel Norddeutscher auch. Beim Euro Cup bin ich auch gewesen öfters. Ja. Aber irgendwann habe ich dann mit DM angefangen und das gefällt mir so gut. Deswegen bin ich eigentlich nur noch jetzt DM und EM mäßig unterwegs. Was ist der große Unterschied? Ich meine, du kannst es sagen, du bist auch schon international ja gefahren, kommen wir gleich noch zu. Was ist der große Unterschied zwischen den freien Rennen, wo das Niveau ja auch nicht niedrig ist, ne? Nee, auf keinen Fall. Beim DHCV, die haben auch schon ein sehr hohes Niveau. Beim Europokal auch ein hohes Niveau. Was mir bei der DM und EM besser gefällt, sind halt schöne Strecken. Das ist das, was mir gefällt. Ja, das heißt also Strecken nicht auf irgendeiner Wiese, die dann zur Rennstrecke werden, sondern feste Strecken, feste Bahnen. Man hat auch Vergleiche fürs Auto, denke ich, ne? Fürs nächste Jahr gleich. Ja, natürlich. Ich sag mal jetzt, die krassen Unterschiede sind zum Beispiel jetzt so eine Strecke wie Höchstädt, jetzt hier in Gründau. Immer wieder das Auto anzupassen, das macht schon Spaß. Das ist gut. Das heißt, es ist, wie es immer war im Autocross, du bist nicht nur Rennfahrer, du bist auch Truckfahrer, du bist Schrauber, du bist Konstrukteur, du stellst das Fahrwerk ein, du kümmerst dich um den Reifendruck, du musst alles machen. Ja, ich bin eigentlich alles, wenn man das so sieht, ja. Ich habe alles selber gebaut und stimme auch alles selber ab. Klappt aber ganz gut. Was machst du am liebsten? Fahren. Fahren tue ich am liebsten. Ja. Dieter, jetzt hast du ein Auto, mit dem hast du auch schon, und das war eine sensationelle Geschichte vor vielen Jahren, das hochkarätigste Autocross-Rennen in Europa gewonnen, nämlich Nova Parker, wo dich keiner auf der Rechnung hatte. Nee, das stimmt. Ich war eigentlich mit dem Gedanken dahin gefahren, ins B-Finale zu kommen, weil ich auf der Strecke ja auch noch nie gefahren bin. Bin dann nach einem Zeitfahren ganz erstaunt gewesen, dass ich die zweite Zeit gefahren hatte da. Und naja, dann war auch mehr drin. Es lief natürlich das ganze Wochenende auch vom Auto her super und schnell genug bin ich gewesen. Letztendlich gewonnen. Genau, das war eine Riesenshow. Waren wir alle ganz stolz, kann ich mich noch erinnern. Ja. So, lass uns ein bisschen über dein Auto reden. Gerade in der Europameisterschaft habe ich so den Eindruck, dass die Zeit der Spezialfahrzeuge mit Motorradmotor so ein bisschen abzulaufen scheint, weil die Autos mit Motorradmotor in der 3A, die legen die Balken so hoch. Du willst es aber trotzdem versuchen dieses Jahr. Ich will es versuchen. Ich werde auf jeden Fall in Selo dabei sein. Nova Parker steht noch auf der Kippe, weiß ich noch nicht. Ich denke, man kann mit dem Motorradmotor immer noch gut dabei sein. Das Problem ist beim Hayabusa-Motor, es fehlt ein bisschen das Drehmoment. Leistungsmäßig will ich nicht mal sagen, aber das Drehmoment und der Start, da hapert es dann ein bisschen. Ja. Jetzt gib uns ein bisschen was Preis zu deinem Auto. So viel, wie es geht natürlich. Also klassisch Hayabusa 1400. Klassisch Hayabusa 1400. Hat ganz gut Leistung. Angetrieben über Kette. Es gibt Leute, die meinen, es ist eine primitive Karre. Ich bin ganz anderer Meinung, das Auto geht gut. Jetzt, ich sag mal, ich bin wieder super gut zufrieden mit dem Wochenende hier. Schnellste Zeiten gefahren, Auto hat super gehalten und von daher, ich kann mich nicht beschweren. Als du mit dem Auto angefangen hast, haben sich einige auch über die Form so ein bisschen, sagen wir mal so, die Optik war dir damals noch nicht so wichtig wie heute. Heute sag ich, es ist eines der schönsten Autos hier im Feld. Ja, ich sag mal, ich bin mit dem Auto vor 10 Jahren angefangen. Das Komische bei dem Auto war schon vom Aussehen, dass es keinen Überstand nach vorne und keinen Hecküberstand mehr gab, weil früher waren alle Autos so. Ich habe mir damals die Gedanken gemacht, alles was hinten übersteht, braucht man nicht. Und ich habe es heute immer noch so und hat bewiesen, dass das Auto gut ist. Kann man da noch Evolutionen erwarten? Ist da noch was möglich? Ich habe über den Winter von der recht guten Geschichte, von der Eigenkonstruktion von dir gelesen, wie du die Zeiten, die der Motor ohne Öl verbracht hat, ein bisschen minimieren kannst, ne? Ja, ich habe in diesem Winter eine eigene Trockensumpfschmieranlage entwickelt, die ich dann am Anfang des Jahres getestet habe und bis jetzt immer noch super damit zufrieden bin. Ich habe keine Motorschäden mehr bis jetzt und von daher, das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Das heißt, die nächsten Jahre, die nächste Zeit werden wir Dieter Dieselkämper auf jeden Fall noch weiter in der DM/EM sehen und auch erstmal noch mit Motorradmotor. Oder gibt es da schon was im Hinterkopf? Auf jeden Fall weiterhin mit Motorradmotor. Ich glaube nicht, dass ich noch mal irgendwann umsteigen werde.
bei den Motorradmotoren denke ich mal, dass da auch immer noch ein bisschen was geht. Dann zwar zugunsten der Haltbarkeit, aber ich denke schon, da geht noch was vorwärts. Das heißt, für eine EM kann man ja auch mal für jeden Vorlauf einen anderen Motor nehmen, ne? Ja, man könnte. Gut, das wäre dann ein bisschen übertrieben. So im Rallycross ist es ja schon fast so, dass die Motoren ein Rennen halten, dann auseinanderfliegen und gewechselt werden. Aber so will ich es also eigentlich nicht haben. Ich möchte nicht so unbedingt so viel schrauben. Okay, Dieter Dieselcamper, danke für das Gespräch und toi 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 für das Jahr 2010. Ja, danke dir auch.